Herzlich willkommen zurück zu Deponia The Complete Journey mit Arezo. Ich bin Arezo und wir haben nur einen Weg, den wir lang gehen können. Nämlich da unten zum Hotel hin. Dann tun wir das doch einfach mal. Folgen wir unserer Crew. Aber beeil dich mal ein bisschen, Rufus. Ich meine, wir könnten porten. Aber es ist langweilig. Aha, eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten, ich nehme 3 Stufen auf einmal. Nicht, dass ich noch. Ja, ich meine, dritte die Chance, dass was passiert, ne? Weil auf jeder Stufe hast du einmal die Chance, dass du runterfällst. Auf den Arsch falle. Das wäre ja zu peinlich. Gut, wir haben hier eine Menge Wege. Dort ist einer, da ist einer, dort ist einer, hier ist einer. Oh, da ist sogar markiert, was es ist. Toilette. Gehen wir dazu mal erstmal hin. Ich nehme stark an, dass ich da nicht rein kann, weil das nur zum Interagieren ist. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht! Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhö! Temporaldiarrhö? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, es wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja, es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Ich bin ein Zeitreisender, ich komme aus der Vergangenheit. Das ist etwas, das eigentlich jeder von uns sagen kann. Ja, wir müssen ihm offenbar Toilettenpapier geben, sanfteres, und dann bekommen wir sein Toilettenpapier wahrscheinlich, um irgendwas zu schleifen, ne? So, dann schauen wir mal hier rein. Oh oh, der Kuckucksklan. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Psst. Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Benehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumba, nein. Verdammt. Okay. Also, ich kann nicht an die Waschmaschine, aber ich könnte mir Bosos Anzug eventuell klauen. Wow, frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Naja, weil Boso ihn gerade nicht anhat, kann man das nicht so sehen. Ah, noch ein Kleiderbügel. Die eignen sich hervorragend, um Bananenreste aus Starkstromsteckdosen zu poolen. Ich glaube nicht, dass man das machen sollte. Aber eventuell ist das ein Hinweis, also merken wir uns das sicherheitshalber mal. Wobei ich die ja eigentlich eher benutzen würde, um Türen zu knacken. Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Obwohl, wir können die Waschmaschine wenigstens angucken. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Woher willst du das wissen? Du bist hier gerade erst angekommen. Hast dich nirgends umgeguckt. Und das einzige an Wäsche, was du gefunden hast, ist sauber. Hier, das ist Boses Anzug. Wow, Frischsika. Die eignen sich... Okay. Wollte nur noch nachgucken, ob es da noch was anderes gibt. Also hier geht's zur Wäscherei. Gut. Dann schauen wir uns da mal um. Das sieht aus wie eine Kneipe. Aber ist es offenbar nicht. Okay, hier geht's wirklich... Okay, wir gucken uns hier später um.
Da scheint es wirklich viel zu geben, Mann. Ach, Rezeption. Hier können wir einchecken, eventuell. Da geht's noch lang und dann... Okay, ist ja wirklich weitläufig. Upsi. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetegel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Was nehmen wir? Gut, wir fragen direkt mal nach unseren Leuten. Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bornsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürfen sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minnetegel. Was zum Teufel ist das für ein Hotel? Danke, mein Bester. Von den ganzen Warnungen eben abgesehen, der gibt mir einfach den Schlüssel für das Zimmer der anderen. Das ist nicht vernünftig. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Okay. Wo finde ich denn das Zimmer? Na, ich nehme an, bei den anderen Zimmern. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde da nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Gut. Minnetegel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Okay, ja, ist was dran. Ohne Konkurrenz kann man sich aufführen, wie man will, ne? Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar, im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima, ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Ertappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Okay. Ja, wie gesagt, keine Konkurrenz. Seltsamer Ort für ein Hotel, direkt unter der Organon-Kreuzer-Trasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Was Menschen ist ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ach, die. Okay, ja, haut hin. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das, ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Sehr gut. Ah, das Restaurant. Salzstreuer und Pfefferstreuer. Mal sehen, ob ich die mitnehmen kann. Aber erstmal gucken wir sie uns an. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Eigentlich? Ich habe erst vor ein paar Tagen gelesen, dass man bei irgendwas, ich glaube bei der Tintenproduktion, Salz hinzufügen kann, um Schimmel zu verhindern. Salz oder Essig. Also... Eigentlich nein, sollte nicht gehen. Dr. Übel Pfeff Snack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter
Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Ja, okay, probieren wir alles. Also wenn wir was finden. 20% Pfeffer ist toll. Das ist wie mit den Erdnüssen, die Spuren von Nüssen enthalten können. Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann Problem gelöst. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, Kokos hier sind merkwürdig. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz, aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Na, falls Grün mal wieder schläft, ne? Mal gucken, ob da noch was drin ist. Das ist nicht grau-grün. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub! Aber jetzt ist der Staub ja weg, also... Okay, ist viel Staub drin. Oh, ein Bild. Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Ja. So. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Ich nehme an, wir werden Werkzeug brauchen. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Wenn wir den... Was war denn das? Da bröckeln Dinge. Vielleicht können wir das mit dem Kleiderbügel regeln. Ich bezweifle es, aber... Das hängt nur rum und trägt immer denselben Fummel. Deine Mutter. Okay. Gut. Also, natürlich witzig, dass sie hier das Bild der verstorbenen Mutter genommen haben und es von der Mutter schief hängen lassen haben. Ja, okay. Beide Wege führen zum Restaurant. Und... Sobald wir das entsprechende Werkzeug haben, können wir da was runterfallen lassen. Warum auch immer wir das wollen. Hier geht's noch weiter. Gucken wir uns erst einmal das an, bevor wir uns die Zimmer angucken. Okay. Das ist wirklich weitläufig. Da sind Augen in der Mülltonne. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Ha. Aber ist schon geregelt. Es tropft von hier oben hier rein und dann hier wieder raus. Wunderbar. Was denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. Ganz toll, Rufus. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Ja, ist was dran. Gut, ich nehme an, ich werde irgendwann noch einen Pelikan brauchen. Hier geht's noch. Ah, Moment. Zu dem Pastetenautomaten. Dort geht's raus. Achso, hier geht's auch nur... Moment, wie funktioniert das? Wir gehen hier nach unten. Hier geht's nach oben. Ja, okay. Wunderbar, alles klar. Ist nicht so weitläufig, wie es zuerst wirkt. Ach, hier sind die Heizungen. Ich nehme an, wir werden dann umstellen müssen, bei wem es warm ist und bei wem nicht. Gut, dann schauen wir uns jetzt die einzelnen... Oh, da ist ein Schrank. Gucken wir erstmal da rein. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Ja, ganz toll. Oh, das war alles? Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Okay, gut. Kann man ich machen. Ich bin der Größte.
Gut. Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe. Und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seine Ankunft voraussehen. Das ist entweder der Wahrsager oder Gizmo. Sagen, klingt eher nach dem Wahrsager. Aua! Das gibt ein Horn. Elf mich nicht nach, du. Moment mal. Ich kenn dich. Du bist sehr beschäftigt. Nein, du bist das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Bin ich nicht. Oh, du lügst. Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Stimmt. Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ja, fragen wir dann erstmal nach... Was nehmen wir? Dann fragen wir nach dem Gemurmel. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich hab nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer willkommen durch diese Türe? Bippo der Zerstörer, König der Komödianten. Ich glaube. Wir tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres. Er macht den Elefanten. Bippo, bippo, hui. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emilui? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Ich glaub ihm. Also, er trägt einen Bademantel, also wird er wahrscheinlich der Anführer der Sekte sein. Aber Selbstgespräche sind es nicht, weil er hat hier einen Gesprächskameraden, ne? Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug Das Ende ist nah eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menitekel. Ja, der sagt wirklich nicht viel wahr, ne? Du kennst nicht zufällig diese Typen aus dem Wäscheraum. Ich weiß nicht, von wem du redest. Ja, sie tragen Kerzen, singen Molltonleitern. Und sie tragen dieselbe Kutte wie du. Also um die würde ich mir keine Sorgen machen. Wahrscheinlich nur ein ganz harmloser Gesangsverein. Sie haben ein Pentagramm auf den Boden gemalt. Ein Quintenzirkel? Keine Frage. Quintenzirkel sehen etwas anders aus. Aber Pentagramme, solange sie richtig rum sind, einfach nur ein Schutzsymbol, ne? Hast du etwa vor zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Flatsitter, okay. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Was hat Ansgar zu verbergen? Das interessiert mich jetzt. Ja, gehen zum gleichen Friseur und der hat offenbar nur einen Rasierer. Ein Mützenmodell hat wahrscheinlich keine Haare, weil die würden von der Mütze ablenken. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden.
Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart, um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Ja. Oh, da sind auf einmal ganz viele neue Dinge möglich geworden. Die Welt wird heute nicht untergehen. Ja, aber demnächst. Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt, es passiert morgen, kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Schön. Ich mag den. Kann ich deine Kutte haben? Warum will er die Kutte haben? Ich meine, okay, um an die Waschmaschine ranzukommen, aber warum will er an die Waschmaschine? Kann ich deine Kutte haben? Nein, aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Aha. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Oh, es das noch darum, weniger. Sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Ich habe es anders gesehen. Ja, ich wollte erst widersprechen, dass er bei einem Reinigungsritual weitermachen muss. Dass er bei einem Reinigungsritual mitmachen würde. So, Entschuldigung. Und dann, als er gesagt hat, ist symbolisch, habe ich mir gedacht, na gut, vielleicht will er das, wird er das doch machen. Aber offenbar leugnet er einfach nur zu gerne, dass er überhaupt sündigt. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Ja, also irgendwie werden wir das wohl machen, dieses Ritual. Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Lass einfach mal höflich. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Dann hast du bald keine mehr. Deine Kumpels blockieren den ganzen Wäschereibetrieb. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Ja, worauf warten die denn noch? Ich muss an die Waschmaschine. Nun, sie warten natürlich auf ihren Guru. Auf mich. Ja, und was treibst du da noch hier? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Okay. Das heißt, wir müssen ihm irgendwie helfen, besser auszusehen. Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Sicher. Ich frag mich, wo sie die ganze Zeit hernehmen, solche Dinge noch zu machen zwischenzeitlich. Weil zwischen den einzelnen Spielen und manchmal auch innerhalb des Spiels, zwischen den einzelnen großen Szenen, scheint ja wirklich eine ganze Menge zu passieren. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht? Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell?
Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Okay. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig. Die Welt geht... Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Okay, da ist also nichts weiter, was wir machen konnten. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Gut, ja, dann haben wir das Gespräch hinter uns. Da müssen wir irgendwie versuchen, ihm zu helfen, dass er sich bezüglich seines Aussehens besser fühlt. Und dann können wir an die Waschmaschine demnächst. Wofür auch immer. Wofür genau wir das müssen, finden wir dann in der nächsten Folge heraus. Hoffentlich. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.